Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video zu Woyzeck am Sonntag. Diesmal beschäftige ich mich mit der Frage, wie Klausuren eigentlich zustande kommen. Ausgehend von der Frage, welche Szene dran kommt. Und um das vorweg zu sagen, ich werde euch hier in diesem Video ganz kurz erklären, wie ihr unabhängig von einer Szene, natürlich solltet ihr das Drama kennen, euch gut darauf vorbereiten könnt, egal welche Szene dran kommt. Das gesagt, geht's auch gleich schon los. Wenn euch der Kanal gefällt, gerne abonnieren, Daumen hoch da lassen und dann gucken wir uns an, wie ihr klarkommen könnt. Grundsätzlich konzipiert man als Lehrer ja keine Klausur aus heiterem Himmel, sondern eine Klausur, von der man glaubt, dass man mit euch vorher im Unterricht auch schon dazu gearbeitet hat. Gerade jetzt am Anfang des Semesters habt ihr vielleicht noch nicht alles durchgesprochen zu Woyzeck und ich habe euch hier neben einmal Hauptmotive und Interpretationsansätze zum Woyzeck aufgeschrieben, die ihr vielleicht alle schon oder auch nur Teile davon im Unterricht behandelt habt. Diese Interpretationsansätze helfen euch, die Szenen einzuordnen, denn es gibt bestimmte Szenen, die sind prädestiniert dafür, bestimmte Interpretationsaspekte zu beleuchten. Einmal ist ein riesengroßer Aspekt die Ausbeutung Woyzecks und die Frage von Moral und gesellschaftlicher Schicht. Ein weiterer wichtiger Interpretationsstrang ist Marie und das Kind als wichtigster Teil in Woyzecks Leben, für die er aber vor lauter Arbeit keine Zeit mehr hat. Und das gibt dann auch sozusagen schon die Vorlage für den nächsten Punkt, nämlich die Einsamkeit bei verschiedenen Figuren, die Einsamkeit bei Woyzeck, der sich immer mehr von allem entfernt, weil der Wahnsinn zunimmt und er eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Aber auch zum Beispiel die Einsamkeit von Marie, für die Woyzeck vor lauter Arbeit gar keine Zeit mehr hat. Und dann ein großer Punkt, sozialer Determinismus. Da kommen wir so ein bisschen in die Gedankenwelt von Büchner rein, dass in den bestehenden Verhältnissen, die hier zum Beispiel auch im Woyzeck beschrieben werden, kein Aufstieg möglich ist, also keine Befreiung aus dem Leid und der Qual der unteren Schicht. Und dann natürlich den großen Aspekt Woyzeck, Täter und Opfer. Im Prinzip die Schuldfrage, wer ist eigentlich alles schuld daran, dass Woyzeck am Ende zum Mörder wird. Wenn ihr jetzt von den Interpretationsansätzen ausgeht, also diese fünf Punkte einfach im Kopf habt, wie ein Suchschema, dann könnt ihr die ganzen Szenen, die euch begegnen, versuchen zuzuordnen. Und wenn ihr in der Klausur eine Szene vorliegen habt, dann könnt ihr gleich schauen, in welche Richtung von diesen zentralen Interpretationsaspekten geht eigentlich diese Szene. Oft sind es auch Mischungen, sodass ihr mehrere Aspekte in einer Szene wiederfinden könnt. Zu dem Punkt Ausbeutung und Erniedrigung sind natürlich prädestiniert die Szenen Woyzeck und der Hauptmann oder Woyzeck und der Doktor. Zur Erniedrigung zählt auch die Begegnung zwischen Woyzeck und dem Tambourmajor. Dort ist es so, dass es nicht so ein richtiges Angestelltenverhältnis gibt, sondern eher diese Auseinandersetzung auf einer rein männlichen Kraftebene, die vor allen Dingen in der Schlägerei zwischen Woyzeck und dem Tambourmajor, wo Woyzeck sich vor lauter Entkräftung eigentlich nicht mehr wehren kann, so quasi entmännlicht wird, vom Tambourmajor erniedrigt. Einsamkeit, Entsozialisierung, Wahnsinn tauchen in vielen Szenen auf und können von euch an vielen Szenen nachgewiesen werden. Einmal in den Szenen zwischen Woyzeck und seinem Freund Andres, wo immer mehr auch die Kommunikationslosigkeit, dass die zwei sich nicht verstehen können, obwohl Andres versucht, den Kontakt zu Woyzeck zu halten, dargestellt werden. Dann gibt es teilweise auch die Szenen mit Marie, wo auch diese Kommunikationslosigkeit und die Vereinsamung in der Zweisamkeit deutlich werden. Zum Beispiel, wenn Woyzeck weder auf Marie noch auf das Kind wirklich eingehen kann, weil er so viel zu tun hat. Das könnt ihr auch in einigen Szenen
nachweisen. Der Wahnsinn zieht sich durch verschiedene Szenen durch und das ist auch sinnvoll, wenn ihr zu dem Wahnsinn, der ja auch quasi dazu beiträgt, dass Wojciech immer weniger Teil der Gesellschaft ist, sich immer weiter entfernt von dem, was die anderen um ihn herum als real wahrnehmen. Und dieser Wahnsinn schließlich ja auch in dem Mord an Marie gipfelt. Ein anderer Strang sind Maries Motive. Und die sind auch nicht so richtig in ein, also die scheinen in verschiedenen Szenen auf, aber können vor allen Dingen gut im Zusammenhang, wenn ihr euch auf verschiedene Szenen bezieht, dargestellt werden. Also die Szene zwischen Marie und Margret, wo Wojciech dazukommt, zwischen Marie und Wojciech, die Szenen und Marie und dem Tambourmajor sind hier eine Möglichkeit, um einmal Maries Leiden unter der sozialen Situation als unverheiratete Mutter mit unehelichem Kind, die sich eigentlich einen sozialen Aufstieg wünscht, der verkörpert wird von dem Tambourmajor, der ihr schöne Geschenke machen kann, was Wojciech nicht kann, weil sein ganzes Geld dafür drauf geht, die Familie überhaupt über Wasser zu halten. Gleichzeitig kann der Tambourmajor ihr eine Art von Bewunderung geben, für die Wojciech überhaupt gar keine Zeit hat und ihr dann sozusagen Wünsche erfüllen. Gleichzeitig weiß sie immer, dass sie unmoralisch handelt. Allerdings kommt dasselbe wie dieselbe Gedanken, den Wojciech auch hat, dass man als armer Mensch gar keine Chance hat, dauerhaft moralisch zu handeln. Das erklärt ja Wojciech auch zum Beispiel in dem Dialog mit dem Doktor oder mit dem Hauptmann. Und das wird zwar nicht so weit ausgeführt, aber für Marie gilt eigentlich das Gleiche auch. Eine ehrbare Frau kann sie sowieso nicht werden, weil sie unehelich ein Kind hat mit Wojciech und mit diesem auch zusammenlebt. Das heißt, die gesellschaftliche Stellung ist ohnehin schon nicht erreichbar, weil die beiden aufgrund von Geldmangel nicht heiraten können. Und insofern wird sie von der sowieso als unmoralisch gesehen und hat deswegen auch weniger Skrupel, dann auch wenigstens sozusagen als Frau so behandelt zu werden und dafür aber auch Wojciech zu betrügen. Also hier diese Komplexität. Wenn ihr jetzt die Interpretationsansätze habt, nach denen ihr sozusagen so einen Scan der Szene, die euch vorliegt, durchführt, um zu sehen, okay, welcher dieser Interpretationsansätze ist in dieser Szene besonders deutlich. Wie gesagt, manchmal sind es auch zwei oder drei Interpretationsansätze, manchmal sogar alle, die ihr in einer Szene finden könnt, aber meistens dominiert einer. Dann guckt euch an, welche Sorten von Klausurarten gibt es eigentlich, Aufgabenarten. Es gibt im Prinzip grob erstmal zwei verschiedene Herangehensweisen, wie ich als Lehrerin eine Klausur konzipieren kann. Einmal könnte ich sozusagen davon, also zu einer These, die ich reinschreibe, Szenen suchen lassen von euch. In der Regel ist das in einem erhöhten Niveau oft ein Sekundärtext, eine andere Quelle über das Drama Wojciech, wo ein Literaturwissenschaftler oder irgendjemand etwas behauptet, eine Meinung über das Stück kundtut. Und ihr sollt dann anhand von Szenen, die ihr selbst findet, sozusagen deutlich machen, teilt ihr diese Meinung, diese Einschätzung, und dadurch belegt ihr, dass ihr sozusagen einmal einen Sekundärtext verstehen könnt, den in eigenen Worten zusammenfassen könnt und euer Textwissen gezielt einbringen könnt mit Textbelegen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich euch direkt eine Szene gebe, die als Zentrum der Analyse dient. Dann würdet ihr diese ganzen normalen Schritte, die ihr auch überall findet, von einer Szenenanalyse durchgehen anhand dieser Szene. Und dann ist es aber wichtig, dass ihr auch Bezug zu anderen ähnlichen Szenen in dem Stück oder Szenen, die mit der Szene, die euch vorliegt, in Verbindung stehen, ziehen könnt. Und eventuell auch im Bezug zu dem Wissen,
das über das Drama hinausgeht, zum Beispiel Bezug zum Autor oder zur Epoche. Bei Büchner bietet es sich an, auf seine Biografie, seine Wertevorstellung, seine Briefe, wie in dem letzten Video bei der Arztszene einmal vorgestellt, oder auf die Epoche des Vormärz einzugehen. Insgesamt ist es so, dass ihr sozusagen verschiedene Sachen bei jeder Klausur vorführen müsst und die erkläre ich euch gleich noch. Wenn ich eine Klausur stelle, dann möchte ich bestimmte Dinge sehen, nämlich immer, immer, immer eine genaue Textarbeit. Das bedeutet, Aussagen, die ihr trefft, müssen mit Zitaten belegt werden, möglichst nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sodass ihr irgendwelche Nacherzählungen der Handlung an sinnvoller Stelle einbindet, sondern wirklich im Drama bis auf die Wortebene, auf die Satzkonstruktion. Wie sagt jemand etwas? Was sagt das über die Stimmung im Moment aus? Was sagt es über den Charakter selbst aus? Das heißt, genaue Textarbeit. Das Zweite, was ich gerne sehen möchte, ist, dass ihr nicht nur genau an einer Szene arbeiten könnt, sondern dass ihr auch Bezug zu anderen Szenen herstellen könnt, die vielleicht noch nicht direkt in der Aufgabe gefordert sind. Das, was ich natürlich auch sehen möchte, wenn ihr eine gute oder sehr gute Note haben möchtet, ist das Wissen, das über das Drama selbst, also über den Text hinausweist. Hatte ich eben schon gesagt. Und da könnt ihr auch Unterrichtsnotizen durchschauen. Denn in der Regel habt ihr genau diese Sachen vorher schon besprochen im Unterricht, wenn ihr selbst keine Notizen anfertigt, was ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen kann, dann leiht euch gute Notizen von Freunden aus, die hoffentlich mitgeschrieben haben. Oft ist es so, dass man Sachen, die man im Unterricht besprochen hat, dann auch gut angewendet in der Klausur sehen möchte. Das, was unabhängig von dem Thema Woyzeck ist, ist strukturierte Antworten. Das heißt, ich möchte eine Einleitung sehen. Gerne die Einleitung auch mit einem Ohrenöffner, der zur Aufgabe passt. Ich möchte einen gut gegliederten Hauptteil mit Absätzen sehen, sodass auch also es ist einerseits eine innere Gliederung, aber auch eine äußere, optisch sichtbare Gliederung zu sehen ist. Überleitungen sind eine gute Idee und alles, was so an Wissen über das Drama hinausreicht, das kann gut in den Schluss oder in den Abschluss einer Unteraufgabe eingebaut werden. Aber Achtung! Bei dem Wissen, das über das Drama hinausreicht, ist es extrem wichtig, dass ihr immer nur Wissen anbringt, das ihr auch wirklich gut auf die Aufgabe beziehen könnt. Denn ansonsten ist es, also wirkt es einfach nur wie auswendig gelernt und runtergeschrieben. Und das will niemand. Das, was ich möchte, was ich sehen möchte in einer Klausur, ist, dass ihr euer Wissen in einer Aufgabe an der richtigen Stelle einbringen könnt. Und das ist dann oft einfach nur ein Teil von all dem, was ihr rein theoretisch über das Drama wisst. Zusammenfassend kannst du sagen, dass du, wenn du diese Interpretationsansätze auswendig lernst, damit du sie als Lupe benutzen kannst, um eine Szene, egal welche, die dir vorliegt, einmal zu scannen, was wird besonders in dieser Szene hervorgehoben. Dann das Wissen darüber, was du eigentlich zeigen sollst, nämlich dass du über das Drama Bescheid weißt, dass du den Hintergrund des Dramas weißt, aber dass du auch das Handwerk der Textanalyse, wo du wirklich am Text arbeitest, beherrschst und das Ganze eben auch strukturiert vortragen kannst. Und dann kann jede Szene kommen und du schaffst das. Viel Erfolg bei deinen Klausuren, die jetzt vielleicht einige von euch vor den Herbstferien schreiben. Nächste Woche geht's weiter mit Woyzeck am Sonntag.